Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Heute möchte ich euch vorstellen, wie man Fotos ganz einfach auf Holz, zum Beispiel hier so ein Holztablett oder auf Flaschen drauf bekommt. Ganz einfach mit einem Transfermedium. Und zwar braucht ihr ein Transfermedium, das verlinke ich euch hier unten drunter dann auch gleich. Und zum Schluss, wenn wir alles fertig haben, müssen wir es ja noch ein bisschen versiegeln. Und dafür nehme ich dann so ein Lack, ein Hochglanzlack, kann man aber auch ohne Glanz nehmen, wie man gerne möchte. Verlinke ich euch auch gleich. Jetzt habe ich leider kein Produkt fertig, kein Tablett, weil das habe ich nämlich am Wochenende schon verschenkt, was ich gemacht habe. Flasche habe ich ausprobiert zum ersten Mal. Das werden wir gleich zusammen weiter bearbeiten. Bin ich gespannt, ob das auf der Flasche auch so gut klappt wie jetzt auf dem Holz. Was machen wir? Den Gegenstand, also jetzt hier das Holztablett oder wenn ihr ein Brettchen oder irgendwas nehmt, lackiere ich immer einmal vor. Also mit Acryl gehe ich einmal drüber vor, dass es weiß ist. Und dann müsst ihr das Foto, was ihr haben wollt, euch ausdrucken. Am besten auf dem Laserdrucker. Und ich lasse es dann mindestens 24 Stunden trocknen, bevor ich das benutze. Ich habe hier schon ein Bild vorbereitet, was wir jetzt nutzen. Das müssen wir jetzt ein bisschen reißen. Heißt, immer in eine Richtung reißen und so, wie ihr die Größe vom Prinzip braucht. Ne? Also es passt ja ungefähr drauf. Ich mache das große Weiße jetzt erstmal mit der Schere schnell ab. Und dann, wie gesagt, reißen in der Größe, wie ihr das haben wollt. Und immer in die gleiche Richtung, damit nicht so ein großer weißer Rand entsteht. Ne? Also immer so ein bisschen mit dem Fingernagel ruhig auch reingehen. Und dann einmal rundherum. Ist so ähnlich wie Serviettentechnik. Das zeige ich euch demnächst auch nochmal. Da bin ich gerade schon wieder dabei, neue Sachen zu machen, dass ihr das auch nochmal seht. Aber da reißt man die Serviette auch, damit das die Übergänge besser ja, ausgeblendet werden können, übermalt werden können. In der Zeit, wo ich reiße, könnt ihr ja mal ein Abo dalassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Könnt ja auch mal einen Kommentar und ein Like da lassen. Und ganz toll wäre, wenn ihr das Video auch noch teilen würdet. So, jetzt sind wir einmal reihum. Man sieht jetzt, es passt auch super rauf, wenn man das so macht. In die andere Richtung müsste man es halt noch ein bisschen kleiner machen. Aber ich würde es jetzt so rauf machen. Jetzt stellen wir das erstmal beiseite. Ihr braucht jetzt eine Klarsichtfolie. Ich habe mir die in zwei Hälften geschnitten. Und da legt ihr jetzt erstmal das Bild nach oben drauf. Nehmt jetzt euer Transfermedium und einen Pinsel dazu. So, also am besten zieht ihr euch jetzt schon mal die Handschuhe an, damit ihr dann diese Transferfolie nicht an die Finger bekommt. Und auch für den weiteren Schritte ist es dann ganz gut, mit Handschuhen zu arbeiten. So, dann bestreichen wir jetzt das Bild auf der Oberseite. Nicht zu dick, schön gleichmäßig versuchen aufzutragen. Und so, dass wirklich alles, das ganze Bild eingestrichen ist auch. Und ja, am besten immer auch in eine Richtung, nicht so wie ich gerade machen wollte, dass ich es praktisch noch runterziehen wollte. Immer aufpassen, dass rechts jetzt auch was hinkommt, weil da ja meistens so schon vorne alles an von dem Transfermedium abgegeben ist, dass man wirklich überall auch was hat. Ihr seht schon, dass sich das Bild auch schon so ein bisschen verändert, finde ich. Jetzt schieben wir es ein bisschen beiseite, nehmen das Tablett daneben und versuchen so ungefähr die Größe, wie das Bild ist, hier auch noch mal ein bisschen Medium drauf zu geben. Aber versucht es nicht zu weit rauszuziehen, weil bei meinem ersten war es dann so, dass ich
außerhalb des Bildes noch was hatte und das sah nicht mehr so schön aus. Gut, man malte es eh dann noch mal ein bisschen mit Acrylfarbe ja nach, dass man so ein bisschen die Verblendungen macht, aber das ist dann nicht ganz so einfach, über diesem Medium noch mal drüber zu malen praktisch. Deswegen mache ich es jetzt auch nicht zu dick, weil wir gleich streichen und dann kommt es sowieso an den äußeren Stellen noch dran. So, den Pinsel dann gleich ins Wasser rein, damit das nicht antrocknet. Und zum Schluss dann, wenn ihr fertig seid, gut ausspülen das Ganze. Ich mache jetzt gleich das Ganze einmal zu von dem Transfermedium. Jetzt nehmt ihr euch das Bild vorsichtig runter und mit dem Bild nach unten setzt ihr das jetzt auf den Gegenstand, wo ihr das gerne drauf haben möchtet. Und dann mit den Fingern vorsichtig andrücken. Und jetzt nehmt ihr euch noch mal die Folie, vorher ein bisschen abwischen, dass ihr das Transfermedium nicht drauf habt, oder ihr nehmt eine neue Folie. Und die legt ihr jetzt wieder drüber. Und jetzt braucht ihr etwas, um das Ganze zu verstreichen oder rauszustreichen. Da verlinke ich euch noch mal etwas drunter, was ich jetzt auch noch bestellen möchte. Weil ich mache es jetzt einfach mit einer Art Visitenkarte oder hier Plastikkarte. Das geht auch gut. Aber es gibt sowas wie ein Fensterabzieher. So ein bisschen sieht das aus. Und das wollte ich mir jetzt noch mal bestellen. Wenn ich es gefunden habe, mache ich es euch unten ins Video auch noch mal mit rein. Ins Feld unten, dass ihr wisst, was das ist. Und jetzt fangt ihr an, aus der Mitte raus zu streichen. Richtig schön fest andrücken, so dass das auch das überschüssige Material von einem Transfermedium rauskommt. Und es sollen halt keine Luftblasen oder Hölperchen noch drin sein. Deswegen gut streichen das Ganze. Und natürlich in die andere Richtung auch noch. Nehmt euch dafür ruhig auch ein bisschen Zeit. Das wirklich in alle Richtungen mal ordentlich streicht. Das geht halt wirklich so mit einer Plastikkarte ganz gut. Aber ich will das andere auch noch mal ausprobieren, ob das damit besser funktioniert noch. Falls jemand mit dem schon Erfahrung hat, ich weiß auch jetzt nicht genau, wie das heißt, muss ich wirklich suchen, kann das ja einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben. So, dann nehmt ihr euch nochmal ein Tuch, wobei wir jetzt hier nicht viel haben, aber manchmal kommt es noch so Transfermedium raus und das streichen wir dann einfach nochmal weg. So, das Ganze muss jetzt mindestens eine Stunde trocknen. Ich lasse es lieber über Nacht immer einmal trocknen, also so meistens dann 24 Stunden, bevor ich dann weitermachen kann. Wenn ihr es ganz, ganz eilig habt, könnt ihr auch versuchen, es mit dem Föhn zu trocknen, aber so Pi mal Daumen mindestens eine Viertelstunde. Und das finde ich dann doch ein bisschen anstrengend. Also fangt früh genug an, wenn ihr sowas verschenken wollt, dass es dann auch gut durchtrocknen kann. Das stellen wir jetzt mal beiseite zum Trocknen. Und ich habe ja hier das schon mal vorbereitet gehabt. Und ich habe es einmal hier auf eine Flasche noch vorbereitet. Flasche habe ich noch nie ausprobiert, bin ich also gleich gespannt. Wir machen aber erstmal das Holzbrettchen hier weiter. Jetzt brauchen wir eine Sprühflasche mit Wasser drin. Und ihr sprüht das jetzt ganz vorsichtig an. Ganz klein wenig wegtupfen, damit das Holz das nicht so doll zieht. Und jetzt kommt das Schwierige und das, was am längsten dauert. Wir fangen an zu rubbeln, weil wir jetzt oben das Papier praktisch wegrubbeln. Deswegen zwischendurch auch einfach immer wieder ein bisschen nass machen und die Handschuhe halt anziehen. Ich habe es beim ersten Mal auch ohne Handschuhe gemacht. Hatte danach dann komplett schwarz-bunte Finger.
Und ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht man auch, dass man nicht zu viel wegruppelt. Und am Rand darauf achten, dass man da auch noch gut das Ganze wegruppelt. Sonst hat man hinterher einen ganz tollen Übergang, so eine Kante drauf. Und das dauert jetzt einfach ein bisschen. Wie gesagt, zwischendurch sonst auch immer noch mal ein bisschen Wasser wieder dazu nehmen, wenn man merkt, dass es zu trocken wird. Aber ihr seht schon, dass das richtig gut schon angenommen ist. Und so könnt ihr nämlich wunderschön Erinnerungsstücke basteln. Die man so schnell dann doch nicht woanders bekommt. Ja, das ist so ein bisschen jetzt anstrengend und langwierig, weil das ist ja jetzt nur die erste Schicht, was wir runter machen. Danach muss man noch ein bisschen gucken, dass man das noch ein bisschen gleichmäßiger alles hinbekommt. Und immer wieder ein bisschen Wasser dazu nehmen, damit sich das gut löst. Deswegen, das ist halt auch der Punkt, warum ihr einen Laserdrucker braucht. Beim Tintenstrahl würde jetzt wahrscheinlich die Farbe komplett verschmieren. Müsste es mal ausprobieren, aber kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das dann passiert. So, und dann haben wir gleich ein schönes, außergewöhnliches Tablett fertig. Was man dann natürlich auch, wie gesagt, schön verschenken kann. So, die Übergänge sehen schon ganz gut aus. Ich klicke das mal ganz kurz aus hier. Oben haben wir noch ein bisschen was und die Seiten hier noch. Durchs Wasser wird wahrscheinlich ein bisschen die Acrylfarbe weggehen, die weiße. Das ist aber nicht schlimm, weil normal nehmt ihr ja dann auch noch mal ein bisschen Acryl und verblendet das Ganze ein bisschen, dass die Übergänge ein bisschen harmonischer sind. Oder sonst einfach noch mal mit Weiß oder welche Grundfarbe ihr genommen habt, einfach noch mal nachmalen. Aber geht nicht irgendwie mit einem Schwamm oder so einem Scheuerlappen ran, weil dann kann es passieren, dass ihr hier unten auch die Farbe und alles mit abmacht. Und das wollen wir ja nicht. Das ist ja das, was wir gerne haben wollen, damit man das Bild auch sieht, was wir drauf gedruckt haben, dann praktisch. Das hier ist ein bisschen härter. Nicht so gut ab. Ja, das ist einfach das, was jetzt ein bisschen dauert einfach. In der Zeit könnt ihr es mal wieder nutzen, einen Kommentar vielleicht schreiben, wie ihr die Idee findet, ob ihr sowas auch schon mal gemacht habt, vielleicht auch was ihr es vielleicht schon mal durchgeführt habt, ausprobiert habt. Und abonniert gerne den Kanal, damit ihr solche Ideen nicht verpasst. Und lasst ein Like noch da. So, mal ein bisschen abtupfen, weil hier so ein bisschen die Farbe rüber geht. So, jetzt seht ihr, hier sind so ein paar Riemen noch drauf. Die nehmen wir jetzt vorsichtig runter.
Mal kurz die Handschuhe ein bisschen sauber, damit wir das nicht so doll verschmieren. Dann einfach noch mal gucken, ob man alles erwischt hat. Und mit den Fingern rübergehen. Hier ist zum Beispiel noch eine Kante. Aber nicht zu doll, sonst sieht man wie hier, dann geht die Farbe zu doll auch schon wieder weg. Also am Rand könnt ihr ein bisschen mit dem Fingernagel kratzen, damit wirklich diese Wulst, das merkt ihr, wenn man mit dem Finger rüber geht, auch wirklich weggeht. So, einmal überall lang gehen. Ja, dann haben wir alles gut abbekommen. So, und dann haben wir das hier schon. Und jetzt könnt ihr mit Acryl es einfach nochmal rundherum ein bisschen die Farben verlaufen lassen, damit man dann auch so diese Übergänge hier nicht mehr so doll sieht. Das ist also auch ganz einfach mit einem Tupfen ein bisschen machen. Ich zeige euch dann auf Facebook auf jeden Fall nochmal das Endergebnis. Da werde ich ein Foto hochladen. So, und jetzt bin ich ganz gespannt mit der Flasche. Wie gesagt, das mache ich jetzt auch zum ersten Mal mit der Flasche. Die habe ich auch jetzt nicht vorbehandelt, sondern einfach, wie eben auch gezeigt, draufgeklebt. Und jetzt bin ich gespannt. Normal soll es auf Flaschen genauso funktionieren wie auf dem Holzbrettchen. Und da würde ich nämlich dann eine Leuchteflasche rausmachen. Also wir gucken mal. Wir rubbeln. Und das ist jetzt Premiere, wie gesagt. Ich habe es nicht vorher getestet. Bin ich also ganz gespannt, ob das klappt. Ja, und dieses Runterruppeln, das ist einfach das, was so lange dauert auch, ne? Habt ihr denn damit auch schon Erfahrung? Könnt ihr ja vielleicht auch nochmal in den Kommentaren schreiben, ob das einer von euch auch schon mal gemacht hat, mit Transfermedium zu arbeiten. Und vielleicht habt ihr ja noch den einen oder anderen Tipp, was man anders besser machen kann. So. Also man muss hier mehr aufpassen, das merke ich schon, dass die Farbe schneller abgeht. Darf man also nicht so dolle ruppeln. Aber ansonsten sieht das, was ich bis jetzt sehen kann, schon mal nicht schlecht aus. Auch die Flasche würde ich dann hinterher mit Klarlack noch mal bearbeiten und dann auch gucken, dass ich hier auch mit Acrylfarbe noch ein bisschen die Übergänge verschönere. Und dann, wie gesagt, würde ich eine LED-Lichterkette reinmachen, eine Flaschenkette. Verlinke ich euch auch alles drunter, was ich dann genutzt habe. Und zeige euch dann auch das Endergebnis auf Facebook auf jeden Fall in meiner Gruppe. So. Geht aber auch gut runter. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so gut geht. Aber wie gesagt, man muss ein bisschen vorsichtiger sein als auf Holz, finde ich. Weil sonst die Farbe doch zu dolle runter geht. Und dann auf einmal Löcher oder sowas entstehen in dem Bild. So, hier die kleine Ecke noch. Ja.
einmal überall so ein bisschen rüber. Die Krümel noch mal wegmachen. Ihr merkt das eigentlich, wenn ihr mit den Fingern rüber geht, ob da noch was ist. Das ist dann so ein bisschen uneben, das Ganze. Dann einfach noch mal rüber gehen. So. Ach, guck mal, da habe ich noch ein großes Stück übersehen. Und hier seht ihr gerade, da bin ich zu doll rüber gegangen. Ein bisschen hoch, da ist jetzt ein kleines Loch drin. Also ein bisschen aufpassen. So. Auch die Flasche und sowas, die habe ich auch bestellt. Die nutze ich sonst für meine LED-Lichterflaschen, die ich dann mit servierten Technik und sowas mache. Das verlinke ich euch dann alles drunter, falls ihr das dann braucht, dass ihr das dann noch nachmachen könnt. So, jetzt gehe ich nochmal vorsichtig rüber, dass wir die ganzen Krümelchen wegkriegen. Ja, und da guckt euch das mal an. Ist ja schon wirklich sehr schön geworden. Ne? Kann es auch von der anderen Seite gut sehen. So, dass man dann wirklich überlegen kann, ob ich die Flasche so hinstelle und beleuchte. Und dann hier vielleicht noch ein bisschen mit Weiß verblende. Oder ich mache sie andersrum, verblende auch noch. Aber wie gesagt, immer schön dann mit Licht beleuchtet. Ja, das war heute zu dem Thema Transfermedium. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr in den Kommentaren nochmal da lassen. Wer noch nicht hat, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr solche tollen Ideen nicht verpasst. Lasst gerne ein Like da, einen Kommentar und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video teilen würdet. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald, macht's gut. Tschüss.